Und weiter geht's mit Let's Play Mass Effect 2 mit einer kleinen Überraschung, denn ich habe es tatsächlich endlich mal geschafft, meine Rohstoffe abzubauen, wie ich das auch wollte eigentlich. Und dementsprechend können wir endlich mal am Forschungsterminal so einiges abarbeiten. So, ne, wir gehen erstmal auf die Schiffsverbesserung, würde ich sagen. Eigentlich können wir so gut wie alles machen, glaube ich. So, Krankenstation spare ich mir erstmal, aber ihr seht schon, ich habe 270.000 Einheiten Platin, also da sollte einiges möglich sein. Bei Palladium und Iridium sieht es ähnlich aus. Element Zero gibt es nicht so oft, aber wir basteln erstmal zusammen, was geht. Zuerst das Schild-Upgrade der Normandy. Das wird später noch wichtig werden, werden wir noch sehen dann am Ende. Das Schiff verfügt nun über die rasch oszillierenden Schilde der zyklonische Barrieretechnologie, ZBT. Damit müsste das Schiff Treffer wie jenen überstehen, der die erste Normandy zerstört hat. Und wir hören auch schon, in welche Richtung es geht. Es geht darum, Treffer abzuwehren, die von den Kollektoren kommen. Wird sofort gelernt. Wunderbar. Nächste Schiffsverbesserung. Station für modulare Sonden. Upgrade der Erkundungskapazität der Normandy. Die Normandy kann jetzt plus 100% Sondenkapazität. Hat jetzt. Und zusätzliche Sonden. Das Schiff hat 10 zusätzliche Erkundungssonden erhalten. Ich weiß nicht, was gerade los ist mit meiner Zunge. Tut mir leid. Okay, das machen wir natürlich gern. Das Iridium haben wir locker. Und vor allen Dingen hilft mir das dann auch, falls ich in irgendeiner Aufnahmepause mal wieder noch ein bisschen mehr abbauen sollte, weil ich dann einfach noch ein paar Sonden mehr mitnehmen kann. Das ist doch recht praktisch. Also mir sind die doch das ein oder andere Mal ausgegangen. Ich habe übrigens gar nicht so viele Cluster abgearbeitet dafür. Also es geht, naja, ich will nicht sagen, es geht schnell. Ich habe schon ein paar Stunden daran gesessen, das zusammenzusammeln, aber egal. Man braucht nicht viele Cluster dazu, sagen wir es mal so, wenn man es ordentlich und gründlich macht, das Ganze. Gut, verbesserte Brennstoffzellen. Treibstoff-Upgrade der Normandy. Die Normandy hat jetzt plus 50% Brennstoffzellenkapazität. Maschine wurde mit dem Helios-Triebwerksmodul von Heat Industries bestückt. Her damit. Und für mich auch ganz wichtig, falls ich nochmal hier was zusammensammeln muss, der verbesserte Mineralienscanner. Den hätte ich am liebsten schon vorher gekauft, muss ich zugeben. Mineralien-Scanner-Upgrade der Normandy. Die Planetenscan-Technologie Argus der Android Group wurde in die Systeme des Schiffs integriert. Dadurch wird das Scannen von Planeten deutlich beschleunigt. Denn es ist nun mal so, wenn man gerade am Scannen ist, also die rechte Maustaste gedrückt hält dabei, dann ist das Ding wahnsinnig langsam. Man muss unglaublich mit der Maus herumrudern, um das dann steuern zu können. Gut, ein paar Prototypen jetzt. Erstmal die Waffen. Wir haben hier neue schwere Waffe. Waffen mit großer Sprengkraft sind durch die Effektivität und Effizienz der Waffentechnologie auf Masseneffektbasis nahezu überflüssig geworden, mit Ausnahme des Einsatzes bei der Infanterie. Was ist denn das jetzt für eine Waffe? Irgendwas mit Sprengung. Extrem hoher Schaden mit großem Wirkungsbereich. Klingt auf jeden Fall schön. Nehmen wir mal. Wobei ich sagen muss, ich glaube, ich bleibe da trotzdem bei dem Partikelgewehr. Bei der Partikelkanone, weil die schon ziemlich cool ist. So, wir haben noch die M622 Avalanche. Kryo-Munition. Witzig. Ist auch eine schwere Waffe. Kryo-Blaster. Na, da bin ich ja mal gespannt. Können wir ja mal mit ausprobieren in ein paar kleineren Missionen. Gut, so, was haben wir noch? Fortgeschrittenes Training spare ich mir mal vorerst noch. Da brauchen wir 5000 Element Zero. Okay. Übrigens sind die 36.000 schon verdammt harte Arbeit gewesen, die ich hier unten habe. Ne? Also es ist nun mal einfach so, dass man... Weiß ich nicht. Nicht mal 2/10 vom Rohstoffvorkommen der anderen Rohstoffe findet einfach bei E-Zero. Gut, was haben wir hier? Kroganische Schrotflinte. Gruppenmitglied-Upgrade. Grunt erhält eine schwere Schrotflinte Claymore. Gut, okay. Warum nicht? Warum ist die nur für den? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Nächstes. Schweres Knochengewebe. Kybernetik-Upgrade. Her damit. Nächstes. Munition für schwere Waffen 4 von 5. Her damit. Nächstes. Mordins Universalwerkzeug. Mordin erhält plus 20% Tech-Schaden. Her damit. So, der Rest war bloß noch Kräfte ausbilden, ne? Fortgeschrittenes Training. Schweres Muskelgewebe. Okay, da brauche ich noch einmal schweres Hautgewebe für. Gut. Gehen wir zu den Panzerungen. Biotische Abklingzeit. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Oh, 5000 kostet das. Meine Güte. Aber das ist ja vor allem für mich wichtig, weil ich ja viel mit Biotik rumhantiere. So, Medizin-Upgrade. Einheit regeneriert die Schilde von Gruppenmitgliedern auf volle Stärke. Klingt gut. Platin haben wir sowieso. Mehr ist genug. Können wir locker ausgeben.
und Tech-Schaden 3 von 5. Gruppenbonus plus 30% auf Tech-Schaden. Nochmal einiges an E-Zero. Aber das ist vertretbar. Geht da noch mehr? Tech-Abklingzeiten, tatsächlich. Gruppenbonus 20% kürzere Abklingzeit bei Tech-Fähigkeiten. Noch mehr E-Zero, was ich ausgeben muss. Oh je. Und dann haben wir noch den Tech-Schaden 4 von 5. Gruppenbonus plus 40% auf Tech-Schaden. Sauber. So, jetzt dürfte nur noch... Genau, jetzt sind nur noch die gehärteten Schilde. Da brauchen wir einen Schadensschutz-Upgrade für. Alles klar. Checken wir noch die Waffen durch. MP, extra Muni, gern. Denn die MP benutzen wir auch relativ oft. Oh, Schilddurchdringung, das ist gut. Okay, da werden wir, glaube ich, ein ganzes Stück stärker sein danach. Panzerbrechende schwere Pistole plus 50% Schaden für schwere Pistolen gegen Panzerungen. Sehr schön. Dann ist es umso wichtiger, dass wir die jetzt taktisch richtig einsetzen, die Waffen. So, und dann können wir auch mal... Okay, Sturmgewehr habe ich ja sowieso dabei. Das heißt, da lohnt es sich auf jeden Fall, ein bisschen Durchschlag und Schaden zu erhöhen. Das ist gut. Okay, noch mehr? Tatsächlich. Wahnsinn. Sogar die Präzision können wir noch ein bisschen erhöhen. Mensch, wir gehen ja als vollkommen andere Leute hier raus. Ist ja verrückt. So, und dann haben wir noch die zwei Waffentypen, die ich nicht habe. Aber das hindert uns natürlich nicht daran, die trotzdem mit auszubauen. Immerhin haben wir ja trotzdem noch ein paar Gruppenglieder, die das Zeug benutzen. Ja, ich weiß, meine... Dingens, meine Errungenschaften kommen voran. Für alle Waffen irgendwelche Upgrades dazu machen. Ist mir aber eigentlich ziemlich egal. Also so wichtig sind die Errungenschaften mir da nicht, muss ich sagen. Okay, das war's jetzt aber. Gut, haben wir einiges an Forschung betrieben. Ich glaube, jetzt haben wir Modding ganz schön beschäftigt gerade, oder? Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Nicht jetzt. Weiß jetzt vermutlich, warum Kollektoren an Menschen interessiert sind. Moment. Nein, nur ein Herz. Kolganer haben zwei. Vergessen Sie's. Noch etwas? Das... Zurück an die Arbeit. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. Es war jetzt natürlich unglaublich ausschlaggebend, dass Menschen nur ein Herz haben. Warum auch immer. Ich weiß nicht. Gut, okay, haben wir das geklärt. Wollte ich noch irgendwo hin? Ich überlege gerade... Nee, ich dachte gerade, vielleicht könnten wir nochmal zu Tali gehen. Aber nee, das lassen wir mal. Ich glaube, da gibt's eh nichts Neues gerade. Lass uns erstmal irgendeine Mission machen. So, und da ich ja sowieso gerade dabei war, hier zu erkunden, würde ich sagen, schauen wir uns mal ein paar Sachen an, die ich dabei noch mit entdeckt habe, während hier natürlich der ganze Kram noch mit durchläuft. So, ihr seht, habe ich den kompletten Omega-Nebel mit seinen ganzen verdammten Systemen abgearbeitet. Das war eine Heidenarbeit. Und wir sehen auch, da gibt es einige Anomalien, die ich entdeckt habe. Ich würde aber sagen, wir fliegen erstmal zur Absturzstelle der Normandy. Das ist ein Mini-DLC. Ich glaube, das war sogar kostenlos gewesen. Ich glaube, dafür musste man nichts bezahlen. Hat nicht viel Story, aber damit ist nochmal ein Abschluss hinsichtlich der Vergangenheit gewährleistet. Anomalie geortet. So, und dann können wir uns mal anschauen, wie das aussieht, wenn wir den Scanner starten. Also das haben wir ja schon gesehen, der Planet ist auch schon abgebaut, da habe ich mich schon drum gekümmert. Aber wenn eine Anomalie drauf ist, haben wir diesen Zeiger mit drauf. Und irgendwo ist dann eben die Anomalie. Und bei der machen wir einfach mal einen Klick. Starte Sonde. Die Scanner haben etwas gefunden. Ja, und mit den Sonden findet man auch die Anomalien dann. Scans bestätigen das Wrack der SSV Normandy auf der Planetenoberfläche. Keine Anzeichen von Leben oder synthetischer Aktivität entdeckt. Stabile Landezone an der Absturzstelle geortet. Auf geht's. Dann wollen wir mal der Vergangenheit begegnen und das Wrack der Normandy besuchen. Das sieht übrigens nicht so gut aus, kann ich schon mal verraten, aber das ist auch kein großes Wunder. Absturzstelle erkunden. Genau das tun wir jetzt. Und wir haben gerade schon gesehen, ja, hier steckt
schon ein Stück von der Normandy und hinten stand noch unser Marco rum. Der gute alte Marco aus dem ersten Teil. Unsere Aufgabe ist aber, die Dienstmarken der Verstorbenen zu sammeln, die hier mit runtergekommen sind. So, also zumindest habe ich das so in Erinnerung. Genau, 1 von 20. Rosamond Draven. Vom größten Teil davon haben wir noch nie was gehört. Aber ich meine, wir kennen auch nicht alle unsere Teammitglieder, unsere Squadmitglieder dabei, ne? So, natürlich müssen wir dann auch noch das Denkmal platzieren. Vorher sammle ich aber erstmal kurz hier. Talitha Draven. Ja, dort saß Joker, bevor wir ihn gerettet haben. Und wenn Shepard ihn nicht gerettet hätte, dann wäre Jokers Marke wohl auch hier. Denn der hat sich ja bloß mit Gewalt rauseisen lassen aus seinem Sitz. Tja, zweimal Draven, das heißt, wahrscheinlicherweise wird da ein Geschwisterpaar hier aktiv gewesen sein. Ganze Familien wurden dabei ausgelöscht, als die Normandy runtergekommen ist. Aber gut, wenn wir daran denken, dass bei den Kolonieüberfällen ganze Kolonien halt zerstört wurden. So, jetzt habe ich den Namen gerade gar nicht gesehen, auch egal. Ich frag mich, ob das teilweise irgendwelche Namen von BioWare-Leuten sind oder sowas vielleicht. Oder ob das jetzt einfach wirklich nur ausgedachte Namen sind. Wer weiß. Mandira Rahman. Oder Rayman? Keine Ahnung. Komm. Mal wegmachen hier. Siehst du mal, da drunter ist nämlich eine Dienstmarke. War ich mir nicht mehr sicher, aber war halt eine Vermutung von mir. Und ein bisschen E-Zero finden wir auch noch. Amina Waberi. So. Das Problem ist, man kommt hier schnell durcheinander, an welchen Ecken man schon war und an welchen nicht. Aber am Marco waren wir noch nicht. Rest in pieces, Marco. Wir werden wohl nicht mehr durch die Gegend flattern miteinander. Okay, da drüben war ich, glaube ich, schon, ne? Ich glaube, von da bin ich gekommen, kann das sein? Nee. Ich habe keine Ahnung. Jermaine Barrett. 6 von 20. Das ist mal eine etwas entschleunigte Folge hier, in der wir wirklich einfach nur der Vergangenheit begegnen. Haben wir auch selten. Silas Crosby. Harvey J. Gladstone. So, haben wir hier oben noch mehr? Ich glaube schon, ne? Schauen wir mal, ob wir hier irgendwie hochkommen. Ja, sieht gut aus. Die Navigationsbrücke. Und wir können uns denken, wessen Marke wir hier finden. Oh, ein Datenpad gibt's auch. Und das wird wohl... Ah nein, Addison Chase. Das war doch nicht die, die ich dachte. Schauen wir uns mal das Datenpad an. Eintrag 1. Nicht wiederherstellbare Daten. Daten wiederhergestellt. Mit dem Commander darüber gesprochen. Ich. Diese ganzen verdammten Aliens an Bord des modernsten Schiffes der Allianz. Ich traue ihnen einfach nicht. Vor allem dieser verdammten Asari. Deine Quarianerin. Wofür hält Shepard das alles hier? Einen Zoo? Nicht wiederherstellbare Daten. Daten wiederhergestellt. Mit der Quarianerin. Sie scheint auf einer Art Pilgerreise zu sein und versucht, das Schicksal ihres Heimatschiffes zu verbessern. Das kann ich verstehen. Ich würde meine Kinder beaufsichtigen oder so. Aber wenn sie unbedingt an Bord sein muss, ist es auch nicht so schlimm. Nicht wiederherstellbare Daten, Daten wiederhergestellt. Eine Weile lang. Und ich lese mir alte Tagebucheinträge noch einmal durch. Ich. Wie blind ich damals war. Ich kam mit der festen Überzeugung an Bord dieses Schiffes, die Menschheit wäre allein in der Galaxie. Shepard hat diese Aliens an Bord gebracht und ohne sie wäre alles, was wir erreicht haben, niemals möglich gewesen. Ich bin stolz darauf, sagen zu können, Leben für jedes Mitglied dieser Crew geben würde, ganz egal, auf welcher Welt es geboren wurde. Ach, Presley. Ja, mit Presley war das so eine Sache. Am Anfang war er ziemlich alienfeindlich gewesen, aber irgendwann hat er halt diesen Reifeprozess dann durchgemacht und hat erkannt, eigentlich ist es
totaler Schwachsinn, dieser Rassismus. Wenn man es als Rassismus jetzt ansehen will, im erweiterten Sinne ist es das ja. Eigentlich sind wir doch irgendwo alle gleich. Auch wenn uns verschiedene kulturelle Unterschiede dann ein bisschen verändern, aber im Kern alle dasselbe. N7-Helm. Shepards verlorener N7-Helm wurde gefunden. So, damit sollten wir hier oben eigentlich alles haben und schauen wir hier unten weiter. Die nächste Marke. German Bakari. Und wir haben schon 10 von 20 erreicht mittlerweile. Auch da ist wieder eine Marke drin. Müssen wir bloß mal schauen, wie wir da hochkommen. Ditte weiß ich noch nicht so richtig. Gibt's hier noch irgendwas? Was ist denn mal? Hier steckt eine Rettungskapsel. Eine der Kapseln ist hier runtergekommen. Das heißt, nicht alle, die sich mit den Rettungskapseln abgeschossen haben, haben überlebt? Oder wie darf ich das verstehen? Sind die dann gerettet worden, diejenigen, die in der Kapsel waren? Oder ist die einfach mit rausgefallen und wurde nie abgeschossen? Das kann natürlich auch sein. So, haben wir die. Carpentax. Halt, da war gerade schon wieder was. Ach, schon wieder E-Zero. Ja, das ganze E-Zero, das kommt natürlich hier raus, weil es im Antriebskern mitgesteckt hat. Da gab es auch interessante Texte zu lesen beim Scannen der Planeten. Also das, da habe ich mir natürlich mal ein bisschen mehr Zeit genommen, mir auch die Texte durchzulesen. Man hat einfach im Let's Play natürlich nicht diese Ruhe, weil man dann doch die Leute langweilen würde, wenn man da stundenlang den Text liest. Aber wenn man dann so für sich spielt, hat man halt doch mal die Ruhe, sich auch die Texte durchzulesen, die da noch so geschrieben sind zu den Planeten, die man scannt. Und es ist eigentlich Wahnsinn, was da noch an Hintergrundinfos drin steckt, die einfach nur so versteckt sind. Das ist echt cool. Marcus Grieco, der nächste. 12 von 20. Und also da stecken noch mal ein Haufen Geschichten drin teilweise. Das ist echt Wahnsinn. Hier war ich noch nicht, okay. Ach, das sind die die Stasi-Kapseln da. Oder? Ich glaube schon. Orden of the Flame. Also in der Nähe von Kaidan war das, glaube ich, im ersten Teil gewesen, diese Stelle vom Schiff. Hier ist wieder einer. Monica Negulesco. Oh, Mist. Einmal in den Boden geschossen, super. Okay, schauen wir nochmal kurz die Ecke hier hinten mit an. Raymond Tanaka. Ich glaube, den Namen habe ich sogar schon mal gehört. Kann ich mir aber auch nur einbilden, ich weiß es nicht. Helen M. Lowe. Welcher Teil des Schiffes ist das hier? Ah. Die Ecke, in der Kaidan stand. Wobei Kaidan natürlich nicht hier mit dem Bot runtergekommen ist, aber trotzdem ist es die Erinnerung an ein verlorenes Mitglied. Alexei Dubyansky. Und nur noch drei fehlen uns. Ich frag mich, wie das so sein muss, an einen Ort zu kommen, an dem man schon mal gestorben ist. Ich meine, so ist es ja für Shepard letztendlich, ne? Seine Leiche wird ja auch mit... Na gut, sie muss nicht hier mit rumgelegen haben, denn er wurde aus der Normandie rausgeschleudert in den Orbit rein. Das heißt, vielleicht war er ganz woanders. Die einst so stolze Normandie. Jetzt ist sie nicht mehr als Schrott. Abhishek Fakti. Und hatte ich es noch in irgendeiner der letzten Aufnahmesessions gesagt, letztendlich ist nichts von Ewigkeit, alles ist vergänglich. Und das ist doch auch ein gutes Beispiel dafür. Die Normandy war der Stolz der Allianzflotte und das Symbol für Shepards Taten. Und jetzt ist sie nicht mehr als Trümmer und Schrott im Weltraum, irgendwo auf einem abgelegenen Planeten. So, jetzt kommt der kritische Moment. Es sind nur noch zwei Dienstmarken, die fehlen.
Und die gilt es jetzt natürlich zu finden irgendwo auf dem Ding hier. Und ich kann euch nicht sagen, in welcher Ecke ich nicht war. Ach, hier komme ich gar nicht hoch. Hier an der Notfallkapsel, an der Fluchtkapsel war ich schon definitiv. Ich würde die schon ganz gerne zusammensammeln. Ich weiß, das ist jetzt nicht die oberste Priorität hier dabei. Aber die Ehre kann man seinen Dienst, seinen Crewmitgliedern schon mal tun, ne? Den Verstorbenen. Sind hier hinten vielleicht noch was in der Ecke? Nee. Okay. Okay, da finden wir wahrscheinlich auch keine Marke von Presley. Dann ist sein Datenpad wahrscheinlich alles, was noch bleibt. War schon bei den Trümmern in der Mitte? Ich kann es euch nicht mehr sagen. Ach, da drüben. Okay, da ist schon mal was. Das ist gut. Fehlt dann nur noch eins. Eine letzte Dienstmarke fehlt noch. Hector Emerson. So, die können jetzt überall sein. Das wird jetzt die große Preisfrage, wo wir die finden. Okay, hier waren wir schon. Stimmt, das sind die Stase-Kapseln. Für längere Reisen sozusagen. Wobei ich mir gar nicht vorstellen kann, also mit den Überlichtgeschwindigkeitsantrieben und den Massenportalen kann man doch so schnell reisen überall hin, dass man gar keine Stase-Kapseln braucht eigentlich bei der Reise, oder? Hier war ich auch schon. Eine letzte Marke. Da ist sie. Ah, sehr gut. Alle zusammengefunden. Mensch, das ging ja schneller, als ich dachte, muss ich sagen. Ich hätte gedacht, es dauert länger. Robert Falawa. Und damit haben wir alle Marken unserer ehemaligen Crewmitglieder gesammelt und können das Denkmal errichten. Oh, offenbar geht es hier gerade nicht. An welcher Stelle ging das denn? Bloß an der bestimmten? Ich dachte, es würde überall gehen. Vielleicht hier drüben an der Fassade? Ja. Tja, der Flug zu den Sternen endete am Boden. In Trümmern. Und damit verlassen wir die Vergangenheit und widmen uns wieder der Gegenwart. Zeit zurückzukehren. Ein Denkmal wurde an der letzten Ruhestätte der SSV Normandy auf Alcara errichtet und die Familien aller vermissten Crewmitglieder wurden über deren gewaltiges Opfer informiert. Shepards verlorener N7-Helm wurde sichergestellt. Gut. Ein kleines Intermezzo für zwischendurch, etwas ruhiger angesiedelt als der Großteil des Spiels und ja, etwas nachdenklicher. Immerhin ging es mal wieder um den Tod. Und um die Vergangenheit und Shepard ist in den Ort zurückgekehrt, an dem er zum ersten Mal gestorben ist. Wahrscheinlicherweise aber nicht zum letzten Mal. Davon ist auszugehen. Gut, haben wir das abgeschlossen? Das war nur so eine kleine Sache für zwischendurch. Aber wir haben hier drüben noch eine Anomalie. Treibstoff zur Hälfte verbraucht. Ach so, ich wollte gerade sagen, 750 ist doch nicht die Hälfte, aber wir haben ja jetzt nicht mehr nur 1000, sondern 1500. Okay, dann gehen wir mal noch hier drüben hin. Denn hier gibt es auch noch einen Planeten, auf dem wir eine Anomalie zu untersuchen haben. Ich habe eine Anomalie geortet. Jo, dann schauen wir uns das mal an. Allgemeine Notruf. Senderautomatik abgebrochen bei Analysepunkt ACO 655321. Starte ja. Sonde. Da ist etwas auf unseren Sensoren. Anomalie geortet. Signalscans orten einen Transmitter mit Chiffrierungsroutinen von Cerberus. Er ist auf einen unbekannten Undercover-Agenten registriert. Lebenszeichen des Cerberus-Agenten bisher nicht bestätigt. Andere ebenfalls geortete Kommunikationsmuster weisen Eclipse-Code auf. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein und schauen uns das Ganze an.
Ich glaube, hatten wir nicht sogar mal einen Auftrag gekriegt, irgendeinen verloren gegangenen Agenten zu suchen? Ich bin mir gar nicht sicher. Doch, ich glaube schon. So, Eclipse. Wir schauen mal kurz das Outfit von Mordin an. Ja, das sieht jetzt nicht so großartig anders aus. Können wir ihn aber ruhig mal anziehen. Ich glaube, ich nehme auch mal Mordin mit. Und dazu seinen Sidekick Garrus. Ja, warum nicht? Können wir eigentlich machen. Mordin und Garrus, die haben als Team gut funktioniert, wenn wir die mitgenommen haben sonst immer. So, bei Shepard spare ich mir das mal, gerade die Punkte auszugeben. Und bei Mordin gehe ich mal auf den salarianischen Wissenschaftler. Salarianisches Genie. Mordins technische Durchbrüche erhöhen weiter die Stärke seiner Schilde. Oder salarianischer Gelehrter. Mordins Studien auf den Gebieten Ballistik, Physik und Verletzungstraumata erhöhen seinen Waffenschaden. Ist eine gute Frage. Ich glaube, ich gehe auf den Waffenschaden. Komm, ein bisschen offensiv. Warum nicht? Und bei Garrus können wir auch den turianischen Rebell voll machen. Und was haben wir da? Turianischer Abtrünniger. Wenn es schießen kann, weiß Garrus, wie man damit umgeht. Sein Waffenschaden und der seiner Kräfte steigen dramatisch. Ja, dramatisch. Plus 25%. Gut. Und turianischer Überlebenskünstler. Lange einsame Stunden unter katastrophalen Umständen haben Garrus Gesundheit und seine Kräfte gestählt. Gehen wir auch wieder auf den Angriff. Komm, so schnell sterben sie uns dann auch nicht weg in der Regel. Gut, und dann will ich mal ganz kurz schauen, ob wir denn nicht hier was Neues anlegen können. Wir haben erstmal... Moment, hier die Mattock, da will ich mal kurz schauen. Wir haben doch irgendwas gerade... Hatten wir nicht eine Waffe erforscht? Ich dachte... Hier ist auch nichts großartig Neues. Wobei, ich glaube, die Tempest habe ich noch nie ausprobiert, aber ich bin mit der Locust ganz zufrieden eigentlich. Hier auch nicht... War das alles hier unten? Ach stimmt, die Avalanche. Ach ja, stimmt, das war ja dieser Kryo-Strahler. Komm, dann nehmen wir mal... Wir nehmen mal den Kane mit. Und schauen mal, was der so hergibt. Gut. Bei den anderen beiden, Vindicator, Incisor, Locust Phalanx, alles klar. Ab geht's.